Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zur heutigen Diskussionsveranstaltung im Rahmenprogramm zu unserer Sonderausstellung Neue Anfänge nach 1945, wie die Landeskirchen Nordelbiens mit ihrer NS-Vergangenheit umgingen, zu begrüßen. Im Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945, der im Sommer 1945 neu gegründeten evangelischen Kirche in Deutschland, heißt es, ich zitiere, mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Was wir in unseren Gemeinden oft bezeugt haben, das sprechen wir jetzt im Namen der gesamten Kirche aus. Wohl haben wir lange Jahre hindurch im Namen Jesu Christi gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen Gewaltregiment seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat. Aber wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unseren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden. Gegründet auf die Heilige Schrift, mit ganzem Herzen ausgerichtet auf den alleinigen Herrn der Kirche, gehen sie daran, sich von glaubensfremden Einflüssen zu reinigen und sich selbst zu ordnen. Diese Formulierung vom neuen Anfang nimmt der Titel der jetzigen Sonderausstellung auf, versieht sie aber bewusst mit einem Fragezeichen. Über dieses Fragezeichen und die dahinterstehenden Fragen wollen wir heute Abend sprechen. Die Ausstellung wird verantwortet von der Evangelischen Akademie der Nordkirche und dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit der Nordkirche. Sie entstand aufgrund der Forschungsarbeiten des Historikers Stefan Link, Studienleiter für Erinnerungskultur und Gedenkstättenarbeit der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Ich freue mich sehr, ihn heute Abend hier begrüßen zu können. Seine Gesprächspartnerin ist die freie Kulturjournalistin Sigrid Hoff, bekannt durch eine Vielzahl von Beiträgen etwa für den RBB, den ARD-Hörfunk, den Evangelischen Pressedienst oder die Jüdische Allgemeine. Schön, dass wir auch Sie, liebe Frau Hoff, heute Abend hier begrüßen können. Ich freue mich auf das Gespräch zwischen Ihnen und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Tuchel, für diese einleitenden Worte und vor allen Dingen für das sehr treffende Zitat aus dem Stuttgarter Schuldbekenntnis. Man könnte sich natürlich fragen, warum beschäftigt sich die Ausstellung nicht mit der Vorgeschichte, nämlich mit den Jahren 1933 und 1945. Dazu soll vielleicht erklärend und einleitend hinzugefügt werden, das gab es schon, die Nordkirche, also die Kirchen auf dem Gebiet Schleswig-Holsteins und Hamburgs, haben sich schon oder erst, muss man sagen, relativ spät im Vergleich zu anderen Landeskirchen mit ihrer Geschichte in der NS-Zeit beschäftigt. Daraus folgte eine Ausstellung, die 2001 durch die verschiedenen Landeskirchen und die verschiedenen Kirchengebäude auch wanderte. Die Ausstellung hieß Kirche, Christen, Juden in Nordelbien, so wurde das Gebiet bezeichnet, 1933 bis 1945 und wanderte bis 2007 durch die norddeutschen Kirchen. Der Anlass war ein Beratungsprozess der Synode, um das Verhältnis zum Judentum neu zu bestimmen. Und erschreckend war doch für viele Besucherinnen und Besucher dieser Ausstellung das Ausmaß des Antisemitismus von Kirchenvertretern und Christen, wie es diese Ausstellung offenbarte, zu erkennen. Das führte zu vielen Diskussionen und letztendlich auch zur Beauftragung des Historikers Stefan Link, sich der Epoche der Nachkriegszeit zu widmen und zu untersuchen, wie denn die Kirchen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit ihrer Rolle in der NS-Zeit sich auseinandergesetzt haben und Verantwortung für ihre Mittäterschaft, wie es diese vorige Ausstellung offenbart hat, auch übernommen haben. Die Ausstellung, die Sie hier sehen können, Neue Anfänge nach 1945, ist ja nicht umsonst mit einem Fragezeichen versehen. Darauf hat Herr Tuchel ja auch schon verwiesen.
Ein Zitat aus dem Stuttgarter Schuldbekenntnis. Sie ist eine Wanderausstellung, die hier ihre 40. Station hat und schon über 100.000 Besucher gezählt hat. Und basierend eben auf den Forschungen des Historikers Stefan Link. Sie haben sich seit Ende der 1990er Jahre mit Kirchengeschichte in der Region beschäftigt, im Norden Deutschlands. Und seit 2015 sind Sie Studienleiter jetzt an der Evangelischen Akademie der Nordkirche. Aber beginnen wir vielleicht gerne mit einem persönlichen Eindruck, nämlich geboren sind Sie in eine Pastorenfamilie hinein. Das heißt, Sie kommen eigentlich aus einem Pastorenhaus und sind aufgewachsen in Hamburg, glaube ich. Was sind Ihre persönlichen Verbindungen zu diesem Thema? Was haben Sie in Ihrer Kindheit und Jugend vielleicht davon mitbekommen? Das ist, glaube ich, ein beständiges Thema in meiner Familie gewesen. Für meine beiden Eltern war die NS-Zeit eine prägende Zeit. Mein Vater ist 25 geboren, meine Mutter 28. Beide sind in Theologenhäusern aufgewachsen, die aber sehr unterschiedlich im Nationalsozialismus sich verhalten haben. Die Auseinandersetzung, was war gut, was war richtig, was hätte sein müssen, das ist insbesondere bei meinem Vater noch geradezu ein Lebensmotiv gewesen. Und hier hatte er nie aufgehört, drüber nachzudenken. Und es ist immer dieses beständige Ringen gewesen. Das hat mich natürlich absolut inspiriert. Und gleichzeitig diese Frage, was ist richtig, was ist falsch, beziehungsweise hier in der eigenen Familie Menschen zu erleben, Menschen von Menschen wahrzunehmen, die man, wo ich bis heute sagen würde, ich habe kein richtig eindeutiges Urteil. Also da finde ich hier etliches, was ich positiv und beeindruckend finde an Verhalten, und etliches, wo ich sage, nein, das war es nicht. So, also man ist zerrissen. So, und diese Zerrissenheit, die erzeugt Spannung, die mich inspiriert. Ihr Untersuchungszeitraum umfasst ja die ersten 4 Nachkriegsjahrzehnte, also sehr prägende Jahre. Die Stuttgarter Schulderklärung stand am Anfang. Und auch die Frage, inwiefern das ein Ausgangspunkt für die Neubesinnung war. Man muss vielleicht dazu sagen, die Stuttgarter Schulderklärung wurde verfasst von Vertretern, Protagonisten eigentlich der bekennenden Kirche, der sogenannten bekennenden Kirche, Martin Niemöller, Hans-Christian Asmussen und Otto Dibelius. Ganz kurz zum Kirchenkampf, als das er ja immer bezeichnet wird. Es gab auf der einen Seite ja die deutschen Christen, die quasi der verlängerte Arm der NS-Politik in die Kirche hinein waren, und die bekennende Kirche, gegründet von Martin Niemöller und anderen, die sich immer so als Widerstandsgruppe verstanden haben, weil sie unter anderem den Arierparagraphen abgelehnt haben, den die deutschen Christen eben für sich akzeptiert haben. Aber auch Martin Niemöller und andere waren ja Kinder ihrer Zeit. Wie hat sich dieser Kirchenkampf aber in der Kirche des Nordens, das muss man vielleicht einleitend nochmal feststellen, bis 1945 ausgewirkt? Wie offensiv oder wie widerständig waren denn die Kirchen in dieser Region? Also da muss man erstmal vorwegschicken, der Begriff Kirchenkampf ist präzise, wenn man sagt, es ist ein Kampf innerhalb der evangelischen Kirche gewesen, und zwar zwischen verschiedenen Fraktionen. Und die Auseinandersetzung ging um die Frage, wie viel Eigenständigkeit die evangelische Kirche haben soll. Und das heißt also übersetzt, es ist ein Nachkriegsmythos, die bekennende Kirche als Widerstandsorganisation oder Ähnliches zu bezeichnen. Die bekennende Kirche hatte ganz selbstverständlich ihr Bekenntnis zum nationalsozialistischen Staat abgelegt. Man war protestantisch, im Norden war man streng, stramm, lutherisch. Und das bedeutete, der Nationalsozialismus war eine anerkannte Obrigkeit. Und hier waren die Verhältnisse geklärt, die waren nicht in Frage zu stellen, diese Obrigkeit. Also das ist erstmal so der Rahmen, ne? Und entsprechend, wir haben verschiedene Landeskirchen und unterschiedliche Auseinandersetzungen, um die es hier geht, die in unterschiedlicher Schärfe geführt worden sind. In Lübeck haben wir eine Landeskirche, die sehr schnell und vollständig quasi sich dem Staate untertan oder als Bestandteil des Staates noch geradezu ansah, also verkürzt nazifiziert gewesen ist.
nach 1945 tatsächlich von den Theologen als zerstört im theologischen Sinne angesehen wurde. In Hamburg haben wir die skurrile Situation, dass also 1933 auch das Bischofsamt eingeführt wird. Der neue Bischof, Simon Schöffel, legt sein Bekenntnis zum NS-Staat ganz klar ab. Aber er ist nicht Nationalsozialist selber, sondern er unterstützt den Nationalsozialismus. Das reicht nicht. 1934 wird er abgesetzt durch einen strammen Nationalsozialisten Franz Tügel. Nach 1945 kommt Simon Schöffel wieder ins Amt. Und in seiner Deutung beginnt eigentlich die NS-Zeit offensichtlich erst 1934. Also das sind so skurrile Situationen. Und in der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche haben wir noch den Sonderfall, dass die Bekennende Kirche, die geht ja aus dem Pfarrernotbund hervor. Und der Pfarrernotbund existiert in Schleswig-Holstein nicht in dieser Form, sondern als Not- und Arbeitsgemeinschaft schleswig-holsteinischer Pastoren. Wieso? Man schließt sich nicht direkt dem Pfarrernotbund an, weil man in Schleswig-Holstein nicht den Arierparagraphen verurteilen will. Und das ist sozusagen hier der Unterschied, dass der Pfarrer Notbund in Berlin sagt, na, dann könnt ihr bei uns nicht mitmachen. Also ist man eigenständig. Also, und da hat man, entsprechend sieht man hier schon deutlich, in der Gründungsphase der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein haben wir hier schon diesen wesentlichen Unterschied zu anderen Landeskirchen. Also dass quasi eine scharfe Verurteilung des Antisemitismus hier nicht erfolgt. In welcher Situation befanden sich die Kirchen in Norddeutschland denn 1945? Inwiefern gab es da überhaupt die Bereitschaft für einen oder sahen Sie die Notwendigkeit für einen Neuanfang? Denn das Land Schleswig-Holstein, das muss man sich vorstellen, war eines der Bundesländer in der alten Bundesrepublik, das doch sehr stark, wie übrigens aber auch auf dem Gebiet der DDR, Mecklenburg-Vorpommern, sehr stark von Flüchtlingen aus dem Osten und Vertriebenen sozusagen überschwemmt wurde. Ja, wir haben die Situation in Schleswig-Holstein. Die Bevölkerung hat sich knapp verdoppelt. Ne? Also das ist tatsächlich also eine dramatische Situation, was den Wohnbau angeht, muss man sich bewusst machen. Wir haben die Situation in Schleswig-Holstein, dass auf dieser Grundlage, das ist ein Faktor, sagen wir mal, diese Verdopplung der Flüchtlinge, so rum würde ich es beschreiben. Der andere Faktor ist, also vor 1933 war die Nazifizierung in Schleswig-Holstein auch bereits sehr weit fortgeschritten und die betraf auch die evangelische Kirche. Also das ist sozusagen der zweite Faktor, dieses Anknüpfen quasi an eine Haltung vor 1933. Da ist sie bereits, also auch im Bereich der Nazifizierung eher einzustufen. So. Das ist der Ausgangspunkt. Also wie denkt man dann über sich selber nach in so einer Situation? In Schleswig-Holstein wurde gesagt, naja, wir müssen die Kirche irgendwie neu ordnen. Das machen wir in einer Synode. Aber man wählte nicht neu, sondern die Synodalen wurden bestellt und gewählt aus den alten Gremien. Also Kontinuitäten sozusagen. Und die alten Gremien waren halt dann schlussendlich die Kirchenvorstände und die Synodalausschüsse, die in der NS-Zeit gewählt worden sind. Und das heißt also, die Verteilung in der Synode, die nach Kriegsende dann neu entscheiden sollte, ist eine gewesen, wo Anhänger der Bekennenden Kirche keine Mehrheit hatten. Wie war das im Vergleich dazu in Lübeck beispielsweise? Ja, in Lübeck hat man sich ganz andere Gedanken gemacht. Also da haben wir eine gegenteilige Entwicklung. In Lübeck überlegte man sich, unsere Kirche ist zerstört worden, wir müssen die Kirche neu aufbauen. Zerstört, weil eben sie so staatstreu nazifiziert war. Das ist sozusagen, sie hat das christliche Bekenntnis verlassen, Punkt. Also muss sie neu aufgebaut werden. So, wer kann die Kirche wie neu aufbauen? Wir brauchen neue kirchliche Gremien. Das heißt, es muss neu gewählt werden. Man stellte sich die Frage, wer ist überhaupt wahlberechtigt? Das müssen fromme Christen sein. Also solche Gedanken hatte man in Lübeck. Und entsprechend war es dann auch der Umgang mit den Pastoren ein solcher, dass man ganz klar sagte, es ist vor 1945 eine Irrlehre vertreten worden. Das heißt also, wer dieser Irrlehre angehängt hat, der ist verpflichtet, vor versammelter Gemeinde zu widerrufen.
zu bekennen, es war eine Irrlehre und zu sagen, es war falsch, ne? So. Und das Angebot wurde den nationalsozialistischen Pastoren gemacht, die die Mehrheit in der Lübecker Landeskirche stellten. Und ganze zwei Pastoren haben dieses Angebot angenommen und kriegten dann neue Pfarrstellen auf Bewährung. Und alle anderen leugneten, Nationalsozialisten gewesen zu sein und wurden entlassen. Also in Lübeck haben wir die höchste Entnazifizierung im deutschen Vergleich. Und in Schleswig-Holstein haben wir da eine sehr weitgehende Kontinuität, nur wenige Entlassungen auf Druck eher der Alliierten. Und unterm Strich, wenn man durchzählt, genau genommen nur eine fortdauernde Entlassung bei 500 Pastoren. Schauen wir mal auf die Täter-Opfer, auf das Täter-Opfer-Verhältnis. Wie haben sich die Kirchen denn als Kirchen, die ja auch Versöhnung sich auf die Fahnen geschrieben haben, eigentlich, Vergebung ist ja ein großes Wort in den Kirchen, Vergebung der Sünden. Wie haben Sie sich aber der Opfer angenommen? Also Schleswig-Holstein, auch Hamburg hatte ja erst ein Zuzugverbot, weil die Stadt so stark zerstört war. Aber später gab es auch dort großen Zuzug. Wie haben Sie sich den Opfergruppen zugewandt? Also die ja in Gestalt von sogenannten in Displaced Persons Camps gesammelt wurden, Menschen, die KZ-Überlebende waren, die Fliehende aus dem Osten durchaus waren, aber eben auch Kriegsgefangene der Wehrmacht, Zwangsarbeiter, die wurden in diesen Camps gesammelt. Wie haben sich die Kirchen um diese Personen gekümmert? Kurz gar nicht. Das ist jetzt brutal formuliert, es war auch nicht ihre Aufgabe. Die Displaced Persons, jüdischen DPs und ähnliches, die wurden von den Vereinten Nationen, die am Entstehen UNRWA bzw. den britischen Besatzungsbehörden unterstützt, versorgt, betreut. Wofür waren die Kirchen zuständig? Die Kirchen waren zuständig für die Unterstützung der Flüchtlinge, der deutschen Flüchtlinge. So, also es ist schon eine Aufgabenverteilung, die dazu führt, dass sie sich hier nicht drum kümmern. Und diese Aufgabenverteilung verstärkt allerdings einen ganz bestimmten Faktor, nämlich dass man eigentlich in erster Linie die eigenen Leute im Blick hat. Die evangelischen Christen, das war die Mehrzahl der Flüchtlinge aus den Ostgebieten, um die hat man sich gekümmert. Da ist sozusagen eine Sensibilität da gewesen und eine Empathie. So, und die Displaced Persons, die waren in Lagern. Die sah man nicht, die sah man hinter den Lagern. Die waren, also die befreiten Zwangsarbeiter waren schlicht und einfach weiterhin in diesen Lagern interniert. Die Zäune waren inzwischen, also die Tore waren geöffnet, das war aber alles. Und insofern waren sie einfach Projektionsfläche. Also da hat keine Kommunikation stattgefunden. Und diese Projektionsfläche ist, dass die Polen, ne, die Polacken und der Russe, also diese Bilder bestanden fort. Und also die Ausgegrenzten blieben Ausgegrenzte sozusagen. Genau, ja, ja. Und sie wurden verantwortlich gemacht für die Kriminalität und die schlimmen Verhältnisse der Nachkriegszeit. Ja. Wie war überhaupt das Verhältnis der Kirchen im Norden Deutschlands jetzt der Verantwortung für Krieg und auch letztendlich den Zusammenbruch, wie es ja damals in Deutschland war? Also das zeigt sich an der Auseinandersetzung um die Stuttgarter Schulderklärung. Diese Schulderklärung, als die bekannt wurde, sie sollte ja nicht bekannt werden, als dann die britische Lizenzpresse, da sind wir schon im Bild, ne, also diese Erklärung veröffentlicht, haben wir einen Sturm der Entrüstung in der Gesamtsumme. Also das heißt, die evangelische Christenheit ist empört über diese Erklärung. In der Summe verkürzt kann man sagen, also die Empörung dreht sich um den einen Komplex, wir können nicht unsere eigene Schuld bekennen, wenn nicht gleichzeitig die Schuld der anderen benannt wird. Also man kann nur über deutsche Verbrechen reden, wenn auch der angloamerikanische Bombenterror, genauso wie die Vergewaltigung, die Morde, die Vertreibung durch die Russen benannt wird. Also das ist so die erste Logik. Also es ist ein Reflex, ja, ne? Weil quasi mit christlichen Kategorien hat es meines Erachtens nichts zu tun.
weil es geht um eigene Schuld und die ist erstmal untrennbar. So, der Angriffsvorgang ist, dass in diesen Reaktionen auch diese Frage dann natürlich im Raum steht, na Moment mal, wer hat angefangen? Und hier ganz klar die Antwort geliefert wird, die wahren Schuldigen am Zweiten Weltkrieg sind die Sieger von Versailles. Also in diesem Denken ist man anhaltend gefangen. Und das heißt, man hat quasi... Also praktisch aus der Weimarer Republik Gedankengut. Genau. Und das sich dann wieder fortsetzt. So, genau in dieser Kontinuität, also man hat so eine Abwehrreaktion. Man lässt diese Frage nicht an sich rankommen, dass hier etwas selbstverschuldet ist und dass man mit Täter, mit Verursachende gewesen ist. Das lässt man, also ist zumindest die ganz große Mehrheit, baut da so eine Abwehr, so einen Schutzwall um sich auf, so, ne? Wo diese Fragen nicht zugelassen werden. Wie war das mit der vielleicht in der Gruppe der Opfer, Sondergruppe der christlichen Juden, von denen es ja nicht wenige gab? Wie verhielt man sich denen gegenüber nach 1945, als ja die meisten jüdischen Gemeinden nicht mehr existent waren? Oder die nicht nur die jüdischen Gemeinden nicht existent waren, aber natürlich auch die, oder natürlich als Folge der Rassenpolitik auch die christlichen Juden häufig also untertauchen mussten oder ermordet waren. Christinnen und Christen jüdischer Herkunft, muss man sich bewusst machen, sind ja gewissermaßen also jüdischer Herkunft. Das heißt also, das waren Menschen, die von den Nationalsozialisten in unterschiedlichen Dimensionen betroffen waren. Von der Verfolgung. Also das heißt Ausgrenzung, Verfolgung, Entrechtung in Stufen, wie die Nürnberger Gesetze es vorgesehen hatten jetzt hier. Da gab es ja die Mathematik für die Rassenkunde. Also alles in Anführungszeichen Halbjuden, Vierteljuden, Achteljuden, also derartige Absurditäten hat es ja alles gegeben. So. Und entsprechend war die Entrechtung in unterschiedlichem Ausmaß. So. Und diese Gruppe, also die einen Teil jüdische Vorfahren hatten und das heißt ein Teil jüdische Verwandtschaft, wo ein Teil der Familie der Vernichtung anheimgefallen ist, aber der andere Teil nicht, waren sozusagen so quasi in einer ganz schwierigen Situation vor 45 gewesen und nach 45 wurden sie eigentlich überwiegend anhaltend als Juden identifiziert. Wie verhält sich die Kirche zu denen? Die Schleswig-Holsteinische Landeskirche und die Lübecker Landeskirche haben 1941/42 die Gruppe der nicht-arischen Christen, wie sie bezeichnet wurden, aus der Kirche auch schlussendlich ausgeschlossen. Und das in der Zeit der Deportation. Gab es da eine Entschuldigung nach 1945? Haben die also im Regelfall gab es nicht einmal die Bereitschaft, das Thema als solches wahrzunehmen. Also als ich mit meinem ersten Projekt irgendwie 1999/2000 anfing, christenjüdische Herkunft aufzusuchen, habe ich also einige sehr bittere Kommentare, ach die Kirche, auf sie haben wir ja lang gewartet, zur Begrüßung erhalten, weil schlicht und einfach dieses Thema jahrzehntelang ausgeblendet gewesen ist. Das heißt also, wir haben hier eine Situation, im Extremfall habe ich einen Briefschreiber, der sich einem Freund gegenüber offenbart, dass er sagt, es wäre für ihn schon bemerkenswert gewesen, dass die Information, dass er wieder Mitglied der Kirche sei, in Form des Kirchensteuerbescheides per Post bei ihm angekommen ist. Die deutsche Bürokratie. Ja. Auch in den Kirchen. Wie verhielten sich die Kirchen denn gegenüber den NS-Tätern? Wie offen wurde über deren Schuld diskutiert oder suchte man Versöhnung mit den verlorenen Schafen? Also Versöhnung mit den verlorenen Schafen hat man wörtlich gesucht. Es gab die Internierten-Fürsorge. Also zahlreiche, also in den internierten Lagern gab es Fürsorge, das heißt also Pastoren betrieben dort also intensive seelsorgerliche Tätigkeit, einschließlich, dass dort Wiederaufnahmestellen waren. Und die Leute traten massenweise in den internierten Lagern wieder in die Kirche ein.
Und die wurden auch, also zu Tausenden aufgenommen hier. Also ich habe eine Kartei in Neuengamme, wo ein Internierungslager im ehemaligen KZ eingerichtet war. Das sind Tausende wieder Eintritte. Und also erstaunliche Vorgänge meines Erachtens, also was da an SS-Leuten bzw. Kriegsverbrechern wieder in die Kirche eintrat und aufgenommen wurde. Da wurde aber der entscheidende Punkt ausgeblendet. Man stellte diese Frage nicht, was haben die gemacht? Man freute sich, dass die Schäfchen wieder zurückgekommen sind. Und dieses Beschäftigen, was haben die gemacht? Und dieses Beschäftigen, was für Verbrechen sind es gewesen? Das ist eher etwas Tabuisiertes gewesen, weil man sich hier als Kirche eigentlich eher als die wahreren deutschen Interessen ansah, sich freute, dass die Chance bestand, wieder Volkskirche zu werden. Man sah, dass dies nur richtig möglich ist, wenn man bestimmte Fragen und Themen nicht anschneidet. Aber es ist auch das eigene Interesse gewesen. Man wollte ja genau dieses nicht näher erleben, nicht näher wahrnehmen und hatte dann die einfache Folie, es ist Siegerjustiz, die gerade geübt wird. Siegerjustiz, das heißt eine Rechtsprechung, die wir nicht anerkennen. Also hören wir gar nicht hin, was in Nürnberg verhandelt wird. Sondern wir nehmen nur wahr, das ist unrechtmäßig so. Das führt uns zu der Frage der innerkirchlichen Entnazifizierung. Der weite Mantel der Kirchen, inwiefern schützte der auch Täter aus den eigenen Reihen, die in Nordelbe, also dem Gebiet, mit dem sie sich beschäftigt haben, ja durchaus auch anzutreffen waren? Ja, ich hatte es eben ja schon angedeutet, es ist sehr überschaubar so. Und man hatte da unterm Strich also eine ganze Zahl auch von Vorgängen gegenüber den eigenen Leuten, die mehr als Hilfestellung waren. Ne? Also der Altonaer Propst Schütt, dem die Entlassung aufgrund der Entnazifizierungsbestimmung droht, der erhält eine Pfarrstelle in Bargteheide, wo gerade die Überprüfungen fertig sind, also und wird so unauffällig dahingeschoben. Und damit sein Propstengehalt ihm erhalten bleibt, macht man ihn dann im Nebenamt zum, ich glaube, landeskirchlichen Beauftragten für Kirchengesang oder Kirchenlieder. Und er schreibt auch ein paar Kirchenlieder und ist als Autor von Kirchenliedern anhaltend im Gesangbuch auch zu finden. So. Das ist quasi dann so ein unauffälliger Vorgang. Ich glaube, da, wo es effektiv gewesen ist, das sind Einzelne, wo ich sagen würde, mit diesem Gedanken kann ich was anfangen. Wir haben in Schleswig-Holstein den NS-Bischof Adalbert Paulsen, der sich als fürchterlicher Nazi betätigt hat, der 1945 freiwillig zurückgetreten ist und gesagt hat, ich habe etwas falsch gemacht ich habe nicht das Recht, Bischof zu sein und ich bitte um Vergebung und wäre sehr dankbar, wenn mir eine Pfarrstelle irgendwo auf dem Land übergeben würde. Und ich verspreche auch, dass ich mich politisch nicht äußern werde weiter. Er hat die Pfarrstelle bekommen und er hat auch tatsächlich sich nicht weiter öffentlich geäußert, exponiert. Also mit so einer Haltung kann ich was anfangen, aber das ist selten, dass jemand freiwillig etwas eingestanden hat und freiwillig zurückgetreten ist. Und, Sie haben ja einen prominenten Fall, der ja auch medial dann Aufsehen erregt hat, nach der Veröffentlichung auch Ihrer Studie, nämlich den Fall Wilhelm Halfmann. Wilhelm Halfmann ist von 1946 immerhin bis zu seinem Tod 1964 Bischof der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche gewesen. Das ist ein Zeichen der Kontinuität, aber auch ein Zeichen oder ein Beweis des Wegschauens. Er hat, da kommen wir gleich noch drauf, eine seltsame Rolle in der NS-Zeit gespielt. Ob man die als Mitläufertum bezeichnen kann, das können Sie ja gleich noch mal ausloten. Aber interessant fand ich hier ein Zitat, was im Katalog zu dieser Ausstellung von Wilhelm Halfmann zu lesen ist, was sich nämlich auf das Verhältnis zum Judentum bezieht. Da sagt er, ich kann die christlich-jüdische Verbrüderung auf humanitärer Basis unter Eliminierung der Theologie nicht mitmachen. Das ist bestimmt eine ehrliche Aussage.
zeigt oder beweist aber auch den anhaltenden Antisemitismus. Wie hat sich Wilhelm Halfmann vor 1945 mit dieser Frage Verhältnis zum Judentum auseinandergesetzt und was hat er in seiner Zeit als Bischof geleistet, beziehungsweise wie hat er sich da verhalten? Ja, also erstmal ist bei Wilhelm Halfmann zu sagen, also er ist führendes Mitglied der Bekennenden Kirche in Schleswig-Holstein. So mit den von mir bereits angedeuteten Schwächen der Bekennenden Kirche Schleswig-Holstein, ich denke quasi eine Sensibilität im Themenfeld des Antisemitismus, das wäre eine falsche Beschreibung. Die hat dort nicht vorgelegen. So. Und er hat quasi ist drangsaliert worden. Ne? Also als Theologe der Bekennenden Kirche ist er scharfer Kritik ausgesetzt gewesen. So. Er hat innerhalb dieses innerkirchlichen Konfliktes versucht, eher einen Weg zu finden des Kompromisses, das Ringen um die Mitte, hat der Historiker Klaus-Peter Reumann es beschrieben, das zeichnet quasi seine kirchenpolitische Position auch aus. So. In diesem Ringen um die Mitte hat er im Auftrag des Bruderrates der Bekennenden Kirche eine Schrift, die Kirche und der Juden, veröffentlicht, wo er versucht, über Bande gewissermaßen das Neuheidentum der Nationalsozialisten anzugreifen. Und über Bande ist halt über das Bild des Judentums, wo er quasi seine theologische Haltung darlegt. So. Und das Judentum ist aus seiner Perspektive halt der Beweis, dass die kirchliche Haltung zum Judentum ist der Beweis, dass die Kirche eigentlich sehr nah am Nationalsozialismus dran ist. Also der Leistungsnachweis, und das ist so ein Gedanke, den er führt, dass er sagt, also Moment mal, Antisemitismus, also Martin Luther hat bereits so, ne? Also quasi wir als Lutheraner sind doch eigentlich die besseren Judenfeinde, so könnt ihr uns nicht angreifen. Aber in dieser Gedankenführung kommen antisemitische Äußerungen, die also mit theologisch begründeten Antijudaismus nichts zu tun haben, sondern ganz klar völkisch denken und argumentieren. So, diese Schrift hat er herausgebracht. Aber man muss fairerweise dazu sagen, sie wurde dann verboten, ne, von den, ja, Nazis. Ja, die Gestapo hat erkannt, dass er etwas anderes meinte und insofern ist diese Schrift verboten worden. Ja. Aber wie hat er denn nach 1945 nochmal auf diese Schrift sozusagen zurückgegriffen? Hat er sich von ihr losgesagt oder hat er versucht, sich zu rechtfertigen? Naja, wir hatten eben schon den Punkt, dass gewissermaßen das Thema Verhältnis zum Judentum, Antisemitismus, ist eigentlich nicht ausgesprochen, nicht aufgearbeitet worden. Das ist ab 1945 ein Kontinuum. So, und dieser Zustand endet 1959, schlussendlich an christjüdischer Herkunft. Am 9. November 1959 findet er in seinem Vorgarten Pastor Johann H. einen Zettel Jud raus. So, und er Pellworm fühlt sich war das in, auf der Pellworm, Insel. Genau, Pellworm, der Inselpastor. Insel, genau. Genau. Und er fühlt sich angegriffen. So, und er will Unterstützung und bekommt sie nicht. Und in dieser Situation und in der Situation, dass also in diesem Zeitfenster gleichzeitig sehr viele Skandale um die Unterstützung von nationalsozialistischen Verbrechern in Schleswig-Holstein parallel eigentlich in Gang gesetzt werden. Und in diesem Zeitfenster haben wir gleichzeitig weltweite Aufregung über die Situation in Deutschland, weil ausgerechnet Weihnachten 1959 die sogenannte antisemitische Schmierwelle beginnt, wo innerhalb von 2 Wochen über 500 Straftaten antisemitische begangen werden, nämlich Friedhofschändung, Synagogenschändung und derartiges. Köln ist ein bekanntes Köln ist Beispiel. Der Auslöser gewesen, genau, die Synagoge in Köln, die am Heiligabend geschändet wurde. So. Und in dieser Situation wird dann gefragt von der Politik, hier die Sozialdemokratie, wird der Bischof gefragt, wieso unterstützt ihr euren Pastor nicht? Und als keine Antwort kommt, wird nachgehakt und diese Frage gestellt. Und Herr Bischof, Sie haben da mal eine Schrift herausgebracht, die Kirche und der Jude. Wie stehen Sie heute dazu? Und was macht Halfmann? Er antwortet nicht. Er äußert sich einfach gar nicht.
Und dieses Schweigen ist eigentlich der Skandal und wird als Skandal empfunden. Monatelanges Schweigen, während in allen Zeitungen das ausgebreitet wird, er äußert sich einfach nicht. Und lässt, also auch in dieser Atmosphäre ist es mehr oder minder so eine Bunkermentalität, die fast die gesamte Landeskirche damals dann auszeichnet, die alles noch viel schlimmer macht. Aber unterm Strich ist quasi diese Entwicklung bis an sein Lebensende, also er entschuldigt sich, als der Skandal vorüber ist, als die Aufregung eigentlich nicht mehr da ist, sagt er, ich hätte diese Schrift so nicht schreiben dürfen, ne? Und würde sie aus heutiger Perspektive natürlich nicht mehr schreiben. Das sagt er zu einem Zeitpunkt, aber als die Empörung weg ist. Also zum entscheidenden Zeitpunkt kriegt er diese Worte nicht hin. Und hier ist die Frage, wie sind diese Worte gemeint? Ich habe untersucht und dann auch seine privaten Korrespondenzen und da wird deutlich, die antisemitische Grundhaltung, und er ist ja Kind seiner Zeit, das ist ja das Mehrheitsdenken gewesen, in der Kirche, in der Gesellschaft. Das sogenannte Nationalprotestantismus, ja, muss man sagen. Ne? Den hat er niemals abgelegt. Also bis zu seinem Tod nicht so. Da hat sich nichts verändert. Das ist ja nicht der einzige Fall. Es gibt ja auch andere Beispiele, die Sie in Ihrer Arbeit zitieren. Personen, die von der Kirche gedeckt wurden, Alt-Nazis, die von der Kirche gedeckt weiter agieren können, aber auch direkt Geschichtsklitterung betreiben konnten. Ja, die Kirche hat sich sozusagen, hat ihren weiten Mantel, ihren schützenden Mantel über diese ehemaligen NS-Täter gelegt und teilweise sogar sie aktiv eingestellt. Es gibt ja in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit, zitieren Sie ja Beispiele, wo Menschen eben NS-Verbrecher eben eine neue Position gefunden haben. Vielleicht kommen wir da noch kurz drauf. Es sind zwei Fälle, um die es geht eigentlich. Das eine ist Professor Hans-Joachim Beyer. Professor würde ich in Anführungszeichen setzen. Er hat sich über Umvolkung habilitiert. Und etliche Jahre später ist ihm der berechtigte Vorwurf gemacht worden, dass seine Habilitationsschrift zur Umvolkung des polnischen Volkes unterm Strich ein Mordprogramm beinhaltet hat. Beyer ist SD-Offizier gewesen, also ein Gefolgtmann von Reinhard Heydrich, also der Sicherheitsdienst der SS. So, und dieser Beyer hat nach 45 in der Entnazifizierung ein Problem, das wird so gelöst, dass man im Bewusstsein dieses Problems ihn anstellt, zum Leiter der landeskirchlichen Pressestelle macht, also nicht zum Pressesprecher, weil man weiß ja, der Mann darf nicht vor die Öffentlichkeit treten. Also hält er sich versteckt und leitet so die Pressearbeit. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Ein SD-Mann weiß, wie man Presse beeinflusst. Das heißt also, eher mit Erpressung etc. pp. Hat Beyer hintenrum Redaktionen dazu gebracht, im Sinne hier der Kirche zu berichten. Das ist die Art und Weise, wie Beyer gearbeitet hat. Und gedeckt von der Kirchenleitung. Genau, also offensiv eingestellt von Wilhelm Halfmann, der die Expertise dieses Nachrichtenmannes haben wollte. Also da ist tatsächlich dieses, er war für Halfmann ein Fachmann, ja. Und die Entnazifizierung ist vorbei. Beyer kann sich wieder frei bewegen. Seine Habilitation stellt niemand in Frage und infolgedessen wird Beyer Professor an der Pädagogischen Hochschule Flensburg und bildet Lehrer aus in der jungen Bundesrepublik. Das muss man sich vorstellen. Genau, das Ganze hat einen schweren Geschmack. Nachfolger Beyers wird Wolfgang Bader, ebenfalls Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der SS gewesen. Auch ein Fachmann. Auch ein Fachmann, der diese denkwürdige Pressearbeit fortsetzt. Er baut auf und im Zentrum seiner Arbeit sind die sogenannten vertraulichen Informationen, die er regelmäßig herausgibt und an einen ausgewählten Kreis verschickt. Und hier ist ganz interessant, also Bader
ist einerseits Pressechef in verschiedenen Funktionen, Pressesprecher dann auch, ne, der Landeskirche. Und diese gesamten Kirchenpresse, das ist ja damals einiges, was es gegeben hat, also des evangelischen Presseverbandes. Ne? Und gleichzeitig ist er Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Der ja durchaus in der frühen Bundesrepublik eine sehr starke Prägung, ebenfalls durch ehemalige des Sicherheitsdienstes, der SS, erfahren hat, wenn ich es mal dezent ausdrücke. So, das ist Anfang der 60er erstmals größer skandalisiert worden, als da mehr bekannt wurde, was für Leute das eigentlich sind. So, und hier entwickelt Baader ein Konzept quasi dieser vertraulichen Informationen. Man bekommt Hintergrundinformationen und man bekommt Informationen, die man sonst nicht bekommt. Und in diesen vertraulichen Informationen sind dann immer wieder also die durchgestochenen Informationen vom Verfassungsschutz. Ne? Mit denen kann man gut arbeiten, wenn man die hat. Also, die Empfänger müssen sich verpflichten, die vertraulichen Informationen nach Lektüre sofort zu vernichten. Das steht auf jeder Ausgabe drauf. Und vorher ist eine Verpflichtungserklärung. Also wir haben sozusagen überlieferte Exemplare. Das ist ein Glücksfall, dass die Empfänger nicht alle sich an diese Vorgabe gehalten haben. So kommen wir an diese vertraulichen Informationen ran. Und diese Arbeitsweise ist im Prinzip so, dass quasi ein hintenrum wird Politik betrieben. Also so rum werden Redaktionen beeinflusst. Wenn ein Redakteur nicht richtig berichtet, dann geht er das Risiko ein, diese vertraulichen Informationen nicht mehr zu bekommen. Und damit haben andere einen Informationsvorteil vor ihm. So funktioniert Pressearbeit. Also das ist schon erstaunlich, dass das über etliche Jahre funktioniert. Und das unter dem Dach der Kirche, muss man dazu sagen. Ihre Forschungsarbeit, der erste Teil, der ja den Zeitraum der ersten 20 Jahre bis 1965, wir kommen gleich auf diese Zäsur zu sprechen, umfasst, der hat ja bei der Veröffentlichung 2013 einen Sturm der Entrüstung, gerade unter Vertretern der Kirchen in Schleswig-Holstein und Hamburg hervorgerufen. Hat Sie das überrascht? Ein Stück weit schon, weil ich hatte eigentlich den Eindruck, dass quasi wir die Auseinandersetzung mit dem von Ihnen genannten ersten Ausstellungsprojekt vor 20 Jahren geführt hatten. So. Also insofern hätte ich gedacht, dass bestimmte Kritik so nicht erfolgt, weil also auch gerade um die Person jetzt hier von Wilhelm Halfmann drehte sich ein Stück weit diese Auseinandersetzung. Und es wurde ja so empfunden, als hätten Sie ihn demontiert. Ja. Quasi, ne? Also in der Presse erschienen Berichte, wo gesagt wurde, Nazi-Bischof, Sie haben das ja differenziert ausgedrückt oder auch geschildert. Aber es war so ein Stück Demontage eines beliebten und anerkannten Kirchenvertreters. Ja, das ja. Also sozusagen, also der Kern quasi der Demontage ist, dass ich also deutlicher herausgestrichen habe, halt quasi dieses, am Beispiel von Wilhelm Halfmann, das Fortleben des Antisemitismus. So, ne? Und Antisemitismus ist aus heutiger Perspektive natürlich etwas, was ganz scharf abzulehnen ist. Ne? Und wir haben hier konkretes Problem. Ne? Also wenn nach Wilhelm Halfmann Gebäude, Seele und Ähnliches benannt sind, dann wird es plötzlich schwierig, weil dann gibt es die Diskussion um meine Umbenennung. Ne? Wie hat sich aber Ihr Auftraggeber, der die Landeskirche war, hinter Sie gestellt, beziehungsweise zu den Vorwürfen verhalten und wie wurde die Situation nachher aufgelöst? Ja, an einem Punkt war es ein bisschen skurril, weil ehemals kirchenleitenden Persönlichkeiten ist die Kirchenleitung aufgefordert worden, sich von meiner Arbeit, von meiner Forschung zu distanzieren. So. Auch der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit wurde eben gemacht. Also was die Vorwürfe der Unwissenschaftlichkeit angeht, da haben sich die Gemüter, glaube ich, sozusagen hier beruhigt. Also an den entscheidenden Punkten konnte ich die Quellenbelege erbringen. Und insofern ist es nicht unwissenschaftlich gewesen. So, das andere ist die Forderung, sich von dieser Arbeit zu distanzieren. Das war für die Kirchenleitung dann eine etwas verwirrende Situation. Also wo die dann auch gesagt haben, wir können uns hier nicht distanzieren. Das verstehen wir eigentlich nicht. So, ne? Es ist eine Forschung, die ist in Auftrag gegeben worden. Und wir können jetzt nicht irgendwie sagen, die Ergebnisse gefallen uns nicht. Also ist es nicht unseres oder was? Also und da hat man dann auch durchaus dran festgehalten. Der Plan war, dass aus dieser Forschungsarbeit ein Ausstellungsprojekt entsteht.
und im Rahmen dieser Wanderausstellung dann entsprechend diskutiert werden soll. So, ne, und daran ist festgehalten worden. So. Das war insofern für mich eine angenehme Situation, dass ich hier also den Rücken durchaus also gestärkt bekommen habe. Ja. Wie bereitwillig hatten denn überhaupt, als Sie mit Ihren Recherchen begannen, die Kirchenämter oder auch Kirchenvertreter Auskunft erteilt, ihre Archive geöffnet? Oder ich glaube, Sie haben ja auch Quellen beim Verfassungsschutz durchaus gefunden. Nein, die Quellen beim Verfassungsschutz, das ist ja so, im staatlichen Bereich kommen Sie an diese Quellen nicht ran. Mein Glücksfall ist gewesen halt, diese beschriebenen vertraulichen Informationen, die sind halt im Kirchenarchiv erhalten gewesen. Ich selber hatte meinen Dienstsitz im Kirchenarchiv, bin also insofern sehr gut quasi an diese Informationen rangekommen. Und über diese denkwürdige Arbeit des Verfassungsschutzes habe ich hier sehr viel erfahren können, was wir sonst nicht erfahren hätten, wie dort gearbeitet wurde zumindest. Dadurch, dass ein Bischof alle Schriftstücke, wo oben drüber stand, bitte nach Lektüre vernichten, hat er in einer eigenen Akte aufbewahrt. Und diese das Akte, ist ein Glücksfall. Das, ja, Sie glauben gar nicht, was für ein schöner Moment das für einen Historiker das ist. Ja, genau. Das war Glück, ja. Kommen wir zum zweiten Teil der Arbeit. Die Zeit ist schon weit vorangeschritten, nämlich zu den 20 Jahren ab 1965. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Bundesrepublik ja auch ganz stark schon verändert. Die NS-Verbrechen waren nach dem Eichmann-Prozess, also Adolf Eichmann, der als der Drahtzieher des Holocaust hier gilt in Jerusalem, und den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt nicht mehr zu leugnen. Inwiefern gab es in der Gesellschaft, die sich jetzt zunehmend ihrer Schuld vielleicht bewusst geworden ist, inwiefern hat sich die Haltung der Kirchen zum Thema Schuldbekenntnis und Verantwortung geändert in den 70er und in den 80er Jahren? Vielleicht mal so überblicksmäßig, was kann man da feststellen? Inwiefern hat sie sich auch von diesem Nationalprotestantismus, der ja im Grunde genommen aus der wilhelminischen Zeit stammt, gelöst? Also unterm Strich ist im Wesentlichen diese Loslösung vom Nationalprotestantismus verknüpft mit dem Ruhestand kirchenleitender Persönlichkeiten, der in den 60ern sich vollzieht. So. Und damit sind sozusagen diese Personen weg, die nachwachsenden Generationen vertreten derartige Haltung nicht mehr. So. Ja, also verkürzt sozusagen ist das biologisch bedingt, dass hier ein Wandel sich sowieso vollzieht. Aber die 60er, da passiert ja noch viel mehr. 1965, das ist ja auch der Einstieg, die Ostdenkschrift der EKD, die eben ein Tabubruch darstellt, indem sie erstmals formuliert oder vorformuliert, muss man ja sagen, für die Politik die Aufgabe der deutschen Ostgebiete als Sühne quasi für die deutsche Kriegsschuld und auch die Akzeptanz der Oder-Neiße-Linie. Wie ist denn dieser Tabubruch im Norden angekommen, wo ja ganz viele Geflüchtete und Vertriebene aus genau diesen Gebieten ja auch eine neue Heimat gefunden haben? Also erstmal muss man dazu sagen, Tabubruch, also der Rat der EKD hat mit dieser Denkschrift sich in den Gegensatz zu allen im Bundestag vertretenen Parteien gestellt. So, ne? Also, dass wir uns bewusst machen, die Sozialdemokratie forderte selbstverständlich auch unsere Ostgebiete zurück. Da gab es niemand, der anders dachte im Bundestag. Und plötzlich kommt der Rat der EKD und sagt, nein, andersrum. So, das ist eine Aufregung in allen Parteien gewesen. Und das ist eine Aufregung in der Kirche gewesen und im norddeutschen Raum, Sie fürchten richtig, war es im Milieu, sag ich mal, der Vertriebenen, also überwiegend etwas, was schärfstens kritisiert worden ist. Hier ist es eine Zerreißprobe auch innerhalb der Kirche gewesen. Es gab beide Seiten, also jetzt, wenn ich wieder ein bisschen familiengeschichtlich hier ergänze, es ist tatsächlich so gewesen, dass die Nachfolge des Bruderrates der Bekennenden Kirche der ostpreußischen Pfarrer, der Bayenroder Konvent, genau, Königsberger, ne? Familie ist, mein Vater stammt aus Königsberg, die sagen, das ist gut.
und unterstützen die Ostdenkschrift, was dann zur Zerreißprobe führt, weil die meisten ostpreußischen Pfarrer, die sagen zwar, das ist richtig, es ist wichtig, dieser Konvent ist eigentlich unser wichtigstes Gremium, aber hier können sie nicht mit. Und dann wird ein neuer Konvent gegründet. In meiner Familie sieht es dann so aus, dass mein Großvater diesen Schritt nicht gehen kann und das empört ablehnt. Mein Vater begrüßt das und wir haben hier jahrelange Spannung zwischen meinem Vater und meinem Großvater, beziehungsweise ein Themenfeld, über das sie nicht reden konnten. Also ein Generationenkonflikt im Grunde genommen auch. Also hier eindeutig ja. Also mein Vater, ich habe einen Brief von ihm entdeckt von 1947 oder 48, wo er sich bedankte für eine Unterstützung. 47 genau, während meine Großeltern noch unterm Russen lebten. Und da hat der Pastorenverein meinen Vater und seine Schwester quasi als faktisch Waisen hier unterstützt. Und er bedankt sich für die Unterstützung und schreibt da, dass dieses Land für immer verloren ist, in diesem Brief. Und dass es berechtigt sei. Und das ist, glaube ich, so ein Denken der jüngeren Generation. Ne? Und die ältere Generation, die konnte da nicht loslassen. Stichwort Krieg, Wiederaufrüstung. In den 60er, 70er Jahren bewegt sich ja ganz viel. In den 50er Jahren wurde die Wiederaufrüstung, glaube ich, in den Kirchen des Nordens weitgehend gut geheißen. Das ist sicherlich auch noch zu differenzieren. Das können wir aber jetzt hier vielleicht unter dem zeitlichen in dem zeitlichen Limit nicht abhandeln. Aber wie verändert denn die neue Friedensbewegung, die sich ja im Zuge der Studentenbewegung dann, dem Zuge der Studentenbewegung oder in der Nachfolge entsteht, auch die Kirche in den 70er und dann in den 80er Jahren? Also vielleicht kann ich wieder auf den Verfassungsschutz zu sprechen kommen. In den 60ern initiiert er Verleumdungskampagnen gegen Pastoren, die sich gegen die Aufrüstung wenden. Also ungeheuerliche Diffamierung finden da statt, Falschbehauptung. Und das hat die Unterstützung der Bischöfe. Wir haben 1981 die neue Friedensbewegung, den Kirchentag, Kirchentag in Hamburg, mit der großen Demonstration, als quasi sichtbar werden dieser neuen Friedensbewegung im Vorfeld. Bischof Wölber fragt den Verfassungsschutz, wie ist die Bedrohungslage? Und der Verfassungsschutz gibt ihm Informationen und aus diesen Informationen geht hervor, dass offensichtlich also eine Vielzahl von Pastoren, die in der Friedensbewegung unterwegs sind, auch Gemeindegruppen und so weiter, bespitzelt werden. Es ist erkennbar, dass offensichtlich Mitarbeiter, also Vertrauenspersonen des Verfassungsschutzes in Kirchengemeinden und in Kirchengebäuden spitzeln. So. Das und, erinnert einen fatal an die Situation in der DDR, ne? In den 80er Jahren. Ja, die Konsequenzen sind sicherlich andere, aber dieses sicher. Bespitzeln findet hier statt. Wölber ist empört, da passt er zu den alten Bischöfen, ist empört, dass so viele schlimme Linke da unterwegs sind. Das ist seine Empörung, nicht die Empörung, dass hier offensichtlich ein Geheimdienst sich mit kirchlichen Friedensgruppen beschäftigt. Und da haben wir dann aber in der Folge genau den von mir zitierten Bader, der inzwischen im Ruhestand ist und als IDEA-Korrespondent, also ein evangelikaler Pressedienst, der hier auch mit falsch Behauptung und Verleumdung dann diese kirchliche Friedensbewegung öffentlich diffamiert, der wird angegangen, aber vom leitenden Bischof. Und der schreibt Bader an und Bader bietet Verfassungsschutzinformationen an. Und hier sagt Stoll nein. Und vermutlich ist dann der leitende Bischof auch derjenige, der zu Wölber sagt nein. Wir werden jetzt nicht gegen unsere Pastoren deswegen vorgehen. Und hier wird plötzlich eine Grenze gezogen und anders mit umgegangen und gesagt, das sind nicht unsere Formen. Wir müssen Diskurs aushalten. Und derartige Kooperationen, beziehungsweise dass politische Kontroversen mit Hilfe eines Geheimdienstes ausgefochten werden, als Diffamierungskampagnen oder ähnliches, das lehnen wir ab.
Und hier sind wir in den 80er Jahren und verkürzt ausgedrückt, also hier ist der Beleg, dass auch die Kirche endgültig in der Demokratie tatsächlich angekommen ist. Und dass eben auch politische Haltung sozusagen toleriert und nicht nur toleriert, sondern auch aktiv betrieben werden. Ich weiß das auch aus meiner Kirchengemeinde hier in Berlin. Die weltweite Ökumene hat ja auch Einfluss auf die evangelischen Studentengruppen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die innerkirchlichen Debatten in den 70er, 80er Jahren führten ja auch zu neuen Polarisierungen. Da haben wir einmal das Rotbuch Kirche von 1976, das viele Menschen aufgeregt hat, weil es eben mit diesen Diffamierungen arbeitet, also marxistische Studentengemeinde, Kirche, die dem Terror dient, oder der Ökumenische Rat der Kirchen unterstützt den Terrorismus. Und auf der anderen Seite haben wir eben die durchaus auch polarisierenden linken Bewegungen. Und wir haben aber in Hamburg die evangelische Studentengemeinde bei der Räumung des Martin-Luther-Hauses ausgerechnet. Martin Luther King. Martin Luther King-Hauses, nicht Martin Luther, Martin Luther King-Hauses. Nach einem Sit-in 1978 wird die evangelische Studentengemeinde quasi da rausgetragen und wird sogar sozusagen abgewickelt. Wie kommt das in ein Verhältnis? Also diese. Also wir zeichnen eine Entwicklung nach. So, und jetzt verkürzt, also wir wandern hier gerade durch die Jahrzehnte. Und wir haben quasi also die 60er Jahre, die geprägt sind von dem Schlagwort Politisierung. Ne? Politisierung der Kirche. Es ist ein Vorwurf, der sich gegen eine bestimmte Politisierung, nämlich eine Positionierung nach links, richtet. Politisch war die Nähe zur CDU in den 50er Jahren ja auch. Ne? Dann folgt die Polarisierung. Das ist der zweite Schritt, den die Kirchengeschichtsschreibung hier dann formuliert, also zweite Entwicklung, wo also diese Pole gegeneinander und es gibt dieses Ringen. Rotbuch Kirche ist ein Beispiel davon, ne? Also Kirchenrechte gegen Kirchenlinke, ne? Und es wird sehr stark gestritten. So. Und wir haben dann, ab den 80ern haben wir eine Auflösungsphase, sag ich mal. Also am Ende der Polarisierung steht eine Pluralisierung. Das ist jetzt das dritte T. Wie es dann sich weiterentwickelt, dass einfach die Kirche sich dahin verändert, dass sehr unterschiedliche Ansichten nebeneinander existieren können. Unterschiedlich friedvoll, aber in der Gesamtsumme sozusagen sind alle Teile der Kirche akzeptiert. Also das ist, glaube ich, dann der Zustand, auf den es hinausläuft. 1985, das ist ja auch das 40. Der 40. Jahrestag des Kriegsendes. Es gibt die berühmte Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Warum haben Sie das so als Schlusspunkt sozusagen der Untersuchung gewählt? Nee, es ist, ist die Kirche da quasi in diesem Pluralisierungsprozess, wenn ich Sie richtig verstanden habe, angekommen? Ein Stück weit ja. Also man könnte jetzt natürlich noch Schlusspunkte weitersetzen und sagen, na, im Moment, bestimmte Prozesse sind überhaupt nicht abgeschlossen. Und das zeigt ja auch die Geschichte, die wir hier behandelt haben. So. Aber andererseits sind hier quasi die Wegmarken für eine bestimmte Entwicklung eigentlich gesetzt, die ab dann sich auch tatsächlich entwickelt. Also in den 80er Jahren haben wir eine Sensibilisierung beim Thema Antisemitismus, Verhältnis zum Judentum. Das ist ja auch die Holocaust-Debatte, ist ja eigentlich durch die Serie, die Fernsehserie Anfang der 70er Jahre schon angestoßen worden. Ja, genau, Ende der 70er ist also dieser Wandlungsprozess begonnen worden hier. Ne, und da ist tatsächlich dann also die Auseinandersetzung mit jüdischer Vergangenheit, also eine Identifikation, manchmal Überidentifikation mit den Opfern, auf alle Fälle, die werden plötzlich wahrgenommen. Die existieren so. Ne? Und wir haben die 50er, wo die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Das sind ja hier schon absolute Veränderungen, also sehr weitreichende Art. Diese Weizsäcker-Rede, Weizsäcker hat er ja mehrfach also in seiner Rede die Bibel bemüht hier und also das Bild von den 40 Jahren, das in der Bibel ja auch offensichtlich, also wo er dann darüber nachdenkt und sagt, na, was sind 40 Jahre? Unterm Strich ist ein Generationenwechsel, der sich vollziehen muss, dass man anders Dinge sehen kann. So. Der hat sich tatsächlich dann vollzogen. Es ist noch ein weiter Weg bis also im Gesamtbewusstsein tatsächlich sich verändert hat. Wie viel sich verändert hat, ob
wir tatsächlich an einem Endpunkt sind. Also letzteres will ich in keinem Fall hoffen. Ne? Aber dieser Wandlungsprozess ist ein beständiges. Wir sprechen über etwas Dynamisches. Hier wird ja nichts statisch. Der und der Zustand ist erreicht und wird sich niemals ändern. So. Aber Mitte der 80er haben wir halt diesen Punkt, wo quasi diese Richtung, die ist meines Erachtens klar, eine im Umgang mit der NS-Vergangenheit werden bestimmte Sachen schlicht und einfach nicht mehr aussprechbar. Bestimmte Positionen sind nicht mehr haltbar. Leugnung, Negierung, Bagatellisierung von NS-Verbrechen, die Nichtwahrnehmung von Opfergruppen, das als solches ist zunehmend tabuisiert. Also wenn wir uns jetzt hier die Einzelheiten angucken, dann stellen wir fest, okay, Antisemitismus, da ist eine starke Sensibilisierung. Es gibt aber auch andere Opfergruppen des Nationalsozialismus, wo zeitversetzt das deutlich später einsetzt. Sinti und Roma ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, an welchem Punkt wir da sind, aber ich erkenne eine systematische Benachteiligung von Sinti und Roma auch in der heutigen Gesellschaft ganz klar an. Und Diskriminierung halten da an. Und von anderen Opfergruppen wollen wir hier noch gar nicht sprechen, beziehungsweise das wäre vielleicht das nächste Mal. Kurz nach dem quasi Ende Ihres Untersuchungszeitraumes fiel ja der Eiserne Vorhang, wurde die DDR-Geschichte angehängt sozusagen an diese sehr sehenswerte und lesenswerte, es gibt ja eben auch das Katalogbuch dazu, und Ihre umfangreiche, sehr viel ausführlichere Forschungsarbeit. Gibt es noch ein Kapitel zum Thema Mecklenburg und Pommern? Denn 2012, die Kirche ist ja immer in Bewegung, hat sich die sogenannte Nordkirche gegründet und umfasst nun also neben Schleswig-Holstein und Hamburg eben auch Mecklenburg-Vorpommern. Das Ergänzungskapitel zu Kirchen in der DDR ist nicht wirklich geschrieben, es stellt Fragen. Aber die Ausstellung ist ja eben auch durch genau diese Gebiete getourt. Was kann man denn insgesamt sagen? Wir haben jetzt sehr viel über Kirche gehört und über Kirche gesprochen, aber ich glaube, es schien ja auch immer wieder durch. Inwiefern ist denn die Kirche, die Nordkirche, wenn man ihre Geschichte betrachtet, auch ein Spiegel der Gesellschaft und nicht nur ein Spiegel der Auseinandersetzungen in den Kirchen selbst, also innerkirchlich, ein innerkirchliches Thema? Es ist insgesamt sehr weitgehend ein Spiegel der Gesellschaft. Also die Zahlen der Kirchenmitgliedschaft sind heute deutlich geringer. In den 60ern haben wir aber im Untersuchungsgebiet eher die 90% als Normalzustand. Das sind andere Verhältnisse. So. Was die Kirchen der DDR angeht, da ist, glaube ich, viel Forschungsbedarf noch da. Ich hoffe im Prinzip auf neue Projekte. Es gibt laufende Forschung zur mecklenburgischen und zur pommerschen Kirche. Ich finde es sehr spannend gewissermaßen. Die haben sich sehr unterschiedlich entwickelt auch während der DDR-Zeit. Viele Fragen. Ich hoffe auf einige interessante Antworten. Und wenn alles gut geht, entsteht vielleicht ein neues Ausstellungsprojekt, das sich auch diesem Thema nochmal widmet. Ganz herzlichen Dank, Herr Link, und für Ihre ausführlichen Antworten. Und es sei wirklich nur jedem der Zuschauenden zu raten, diese Ausstellung sich anzuschauen, wenn man die Gelegenheit hat, oder eben auch Ihre Forschungsarbeit zu lesen. Das ist sehr viel Erhellendes und man fühlt sich in vielen Fragen doch auch sehr an unsere Zeit erinnert. Das sind Fragen, die uns heute beschäftigen, Umgang mit Flüchtlingen, Umgang mit Opfergruppen. Wer steht im Fokus, wer wird ausgeblendet und an den Rand gedrängt und wie verhält man sich auch mit dem eigenen Anspruch und der eigenen Moral? Ganz herzlichen Dank. Ich danke.